Wann immer Sie einen Menschen in Ihr Herz schließen, sodass er Ihnen näher kommt, fangen Sie an, Gott zu begreifen. Denn Sie verstehen, dass es den anderen geben muss, einfach weil Sie ihn lieb haben. Es muss ihn überhaupt nicht geben, dabei bleibt es äußerlich betrachtet. Aber nun fangen Sie an, ihn zu lieben und Sie verstehen immer mehr, dass man diesen Menschen hätte erfinden müssen, wenn es ihn nicht gäbe. Und das ist, was Sie Dankbarkeit nennen können. Das ist, was wir Gott nennen. Die Macht, die möchte, dass wir sind. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlich danke ich für die Einladung und Einleitung zum heutigen Abend. Ihnen allen aber für das Interesse an einem Thema, das wichtiger kaum sein könnte. Auch am heutigen Abend, nachdem die Sonne sich gesenkt hat, werden wieder über 150 Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich zerstört worden sein. Das geht so jeden Tag, Woche um Woche, seit Jahren. Wir wissen, dass das so ist, dass wir gerade dabei sind, eine Querschnittlähmung durch den Motor der gesamten Evolution zu legen. Aber scheinbar ist kein Kraut dagegen gewachsen. Das Einzige, was Sie in jeder Wirtschaftsdebatte im Deutschen Bundestag hören, ist das Allheilrezept Wachstum. Mit Wachstum lösen wir gewissermaßen alle Probleme, die Schuldenkrise, die Arbeitslosigkeit, die Verwerfungen zwischen Nord und Süd. Wachstum, es ist das Mantra, das Sie überall hören. Jeder aber kann ansehen, dass Wachstum einer der Gründe ist, warum die Natur an der Seite unserer sogenannten Kultur kaum Zukunftsaussichten hat. Bis zum Jahr 2050 auch nur werden wir wahrscheinlich stehen zwischen 9 bis 11 Milliarden Menschen auf diesem Globus. Die Älteren unter Ihnen, mein eigener Jahrgang um 1940, sind in eine Welt hineingeboren worden von ungefähr 3 Milliarden. Das war die Schätzzahl, bei der man angesichts des heutigen Stands der Technik und einer anzunehmenden, freilich utopischen Gleichgewichtslage in der Verteilung der Konsumgüter ohne nachhaltige Schäden mit der Natur im Gleichgewicht noch gerade hätte existieren können. Mit dem Dreifachen an Menschen innerhalb von ein paar Jahrzehnten bei wachsend steigender Tendenz bis zum Jahr 2100 dann 11 Milliarden bis 15 Milliarden Menschen, ist ein Erhalt der Natur absolut unmöglich. Es wird von dem, was wir heute noch Natur nennen, einzig überleben sollen, was den Überlebensinteressen der menschlichen Spezies nützlich scheint. Alles Weitere scheint wie zu erübrigen. Klimawandel, es ist das Thema, an dem zum ersten Mal sich unsere Art zu wirtschaften über die Natur zurückmeldet auf uns selber. Ein Schreckensszenario, natürlich. Aber was geschieht, um dem Einhalt zu tun? Eigentlich sehr wenig. CO2-Ausstoß verringern, wieder so ein Mantra. CO2 würde wesentlich absorbiert in den grünen Lungen des Planeten, in den tropischen Regenwäldern. Die zu schützen wäre die wichtigste Maßnahme zur Klimastabilisierung. Nichts von alledem. Gerade die Grüngürtel entlang den Tropen werden erbarmungslos abgeholzt. Die Papierindustrie will das so, die Agrarindustrie will das so, die Montanindustrie will das so. Die Vermehrung der Menschheit erzwingt es. Es ist kein Halten. Warum das alles so ist und in vielen weiteren Krisenfaktoren zu beschreiben wäre, hat im Wesentlichen zumindest an der Oberfläche einen Hauptgrund: die Art unseres Wirtschaftens,
das, was wir Kapitalismus nennen. Er kann sich nur erhalten durch Wachstum. Er ist im Bilde gesprochen wie ein Fahrrad, das so lange noch aufrecht stehen kann, als Sie in die Pedalen treten und es vorantreiben. Hören Sie damit auf, stürzt es sofort um. Genau so der Kapitalismus. Und wir werden uns fragen müssen, warum das so ist, warum Wachstumszwang mit all dem Zerstörungspotenzial wesentlich zu der uns heute scheinbar alternativlos vorkommenden Wirtschaftsform gehört. Man ordnet das, was wir derzeit treiben, leichthin unter den moralischen Begriff Gier. Und es gibt Mahnungen genug, wir müssten halt uns selber mal bescheiden können. Wir müssten nicht die dritte Welt gnadenlos verwüsten, wir müssten nicht in der ersten Welt so egoistisch sein. Es sollte so etwas geben wie Verteilungsgerechtigkeit. Alles schön und gut. Aber auf der moralischen Ebene spielen die Probleme nicht. Dass sie wirtschaftlich uns vorkommen, wie gesetzmäßig, wie unvermeidbar, hat gleichwohl einen tieferen Grund. Und er ist es eigentlich, warum ich heute Abend mit Ihnen sprechen möchte. Eigentlich hat das Wort Jesu im 6. Kapitel des Matthäusevangeliums absolut recht. Da sagt der Mann aus Nazareth, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder oder. Ein rätselhaftes Wort, das in der theologischen Auslegung kirchlicherseits in diesem Ernst des Entweder-Oder keine Rolle spielt. Dass es sich aber genauso verhält und wir uns entscheiden müssen, was wir wollen, zeigt sich, wenn wir uns fragen, worin denn der Ursprung des Geldes selber liegt. Definieren wir ganz einfach Kapitalismus als eine Art des Wirtschaftens, in der Geld nicht verwandt wird, um Dinge einzukaufen, um zu konsumieren, um Freizeit zu genießen, sondern einzig zu dem Zweck, mehr Geld zu gewinnen. Das ist die Verwandlung von Geld in Kapital. Das Geld, das Sie in Ihrer Tasche haben und gerade mit sich führen, muss nicht Kapital sein, denn wahrscheinlich haben Sie es mitgenommen, um heute Abend noch ein Gläschen Bier zu trinken oder sich ein Taxi zu bestellen oder irgendetwas Nettes damit anzufangen, spätestens morgen früh. So ist Ihr Geld kein Kapital. Wenn Sie aber Strategien folgen, die aus dem Geld, das Sie besitzen, mehr Geld macht, dann haben Sie Kapital. Woher überhaupt kommt das Geld? An jeder beliebigen Universität in der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre wird man Ihnen beibringen, dass Geld ein universelles Tauschmittel auf dem Markt ist. Das hat schon Aristoteles geschrieben und seitdem folgt man in der gesamten abendländischen Auslegung dieser seiner Deutung. Es ist in gewissem Sinn auch einleuchtend. Die Älteren unter Ihnen noch einmal werden sich erinnern, wie nach 1945, nach dem verlorenen Krieg, die Schwarzmarkt-Ära ausbrach. Für das Reichsgeld war absolut kaum noch etwas zu bekommen. Aber von irgendetwas musste man leben. Da ich im Ruhrgebiet groß geworden bin, war es das Einfachste, wenn Bergleute die Kohle, die sie bekamen und hatten, in Säckchen verteilten und damit zu den Bauern gingen. Die Bauern froren und die Bergleute hungerten. Also gab es eine Bedürfnisäquivalenz. Man konnte tauschen, das eine gegen das andere. Und das geschah. Man brauchte kein Geld dafür, man brauchte eine Bedürfnisäquivalenz. Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass in einer komplizierten Gesellschaft Tauschhandel in großem Stil noch funktionieren könnte. Je komplexer, desto differenzierter sind die verschiedenen Berufe. Nehmen wir an, Sie wären Automechaniker,
dann könnten Sie nicht gut mit einem Kotflügel unter dem Arm zum Metzger gehen, um sich eine Scheibe Wurst zu holen. Da ist keine Bedürfniskoinzidenz mehr. Die Dinge brechen auseinander. Also benötigen Sie Geld als ein Zahlungsmittel, das nach einem bestimmten Tarif Preise gegeneinander verrechenbar macht. Wenn Geld so funktioniert, ist sein Gebrauchswert derart einleuchtend, dass Sie schwerlich darauf kommen, dass Geld im Grunde etwas ganz anderes ist. Es hat einen religiösen Ursprung. Und der wieder hat zu tun mit einer Frage, die dazu gehört, dass wir Menschen sind. Einzig wir Menschen leiden an einem Problem, das in der Art kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten sich stellen kann. Ich nenne es, um die Sache abzukürzen, mit einem lateinischen Fremdwort, das Problem der Kontingenz unseres Daseins. Damit meine ich, dass die Naturwissenschaften uns natürlich kausale Erklärungen bieten können, warum es uns gibt. Die allereinfachste: Vater und Mutter kamen zusammen und das Ergebnis sind heute Sie als Ihr Kind. Die können die Geschichte bis zum Urknall zurückverfolgen, eine ganze Kette von Ursachen, die darin zusammenlaufen, kausal erklären zu können, warum wir heute hier sind. Alle diese Erklärungen bleiben aber in einem hohen System des Zufalls gefangen. All die Erklärungen können die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass es niemanden von uns wirklich geben muss. Die Welt käme absolut ohne uns aus. Vor ein paar Jahrzehnten noch wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dass es uns geben sollte. Und wahrscheinlich sogar in ein paar Jahrzehnten wird sich kaum noch jemand daran erinnern, dass es uns gegeben hat. Jeder Nagel in der Wand hat eigentlich die Wahrscheinlichkeit, konsistenter zu sein als unser schwacher Körper. Wie gehen wir damit um, dass es uns zwar gibt, kausal bestimmbar, aber ohne jeden hinreichenden Grund, in einer hohen Zufälligkeit, also erklärungsbedürftig, nicht gerechtfertigt? Das ist das Wort, das jetzt die entscheidende Rolle spielt. Es braucht uns nicht zu geben. Im Grunde sind wir überflüssig. Sie können das reflektieren als ein quasi metaphysisches Problem, und wir machen das auch gleich, indem wir in die Religionsgeschichte springen. Aber damit Sie erleben können, was damit gemeint ist, gebe ich Ihnen ein kleines Beispiel aus dem Raum der Psychologie, was es bedeutet, nicht gerechtfertigt zu sein, im Grunde überflüssig zu sein, nicht notwendig zu sein. In der Psychotherapie haben Sie es im Grunde immer wieder mit genau dieser Frage zu tun. Die Unterschiede sind nur entlang der Tiefe, mit der die Einzelnen ihre Konflikte darin gebunden finden. Eine Frau kam vor einer Weile zu mir mit dieser Erklärung: Ich habe keine Rechtfertigung zu sein. Dabei war sie tüchtig, erfolgreich in ihrem Beruf, äußerst bemüht, sich nützlich zu machen gegenüber der Not anderer, aufopferungswillig, eigentlich eine Frau, mit der jeder etwas anzufangen gewusst hätte, vor allem im Arbeitsbereich, hochtüchtig und anerkannt. Aber ich habe keine Rechtfertigung zu sein. Sie können leichthin in ein paar Skizzen sich verdeutlichen in der Biografie dieser Frau, wie es zu diesem Grundgefühl kommen kann. Denken Sie sich Deutschland 1989, die Mauer fällt. Bis heute ein Freudentag, der eigens begangen wird, aber nicht für alle so erfolgreich. In den neuen Bundesländern, in der alten DDR, gab es eine Wirtschaftsform, die absolut antikapitalistisch war. Sie setzte auf Gleichgewicht, nicht auf Wachstum. Sie wollte den Bürgern garantieren, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, einen Arbeitsplatz hat, Nahrung bekommt, für die Kinder ein Tagesstättenplatz, Altersversorgung, und das alles garantiertermaßen, ohne Konkurrenz. Einer der Hauptgründe, warum die DDR-Wirtschaft stagnierte: Sie wuchs nicht, sie war nicht kapitalistisch, sie war in diesem Sinne nicht wettbewerbsfähig.
Aber dann, nach der Öffnung, brach der Kapitalismus ein, die Osterweiterung pur. Die blühenden Landschaften sollten sich zeigen und viele drüben glaubten das. Sie verselbstständigten sich. No risk, no fun. Ihr müsst etwas durchsetzen, probieren, wagen und dann kann es euch belohnen. Das ist Kapitalismus. Aber ihr müsst des Glückes Schmied sein in eigener Regie. Es gibt keinen Staat, der euch versorgt. Ihr müsst für euch selber sorgen. Das ist eure Freiheit, eure Mündigkeit. Strengt euch an. Der Vater dieser Frau, von der ich erzählen möchte, hat genau das getan. Er hat Geld aufgenommen, um sich zu verselbstständigen, eine Firma gegründet, nur um festzustellen, dass er die Kredite kaum zurückzahlen konnte. Er musste neue Kredite aufnehmen. Und auch die waren schwer zurückzuzahlen. Diese Frau war damals etwa 6 Jahre alt, als ihr ganzes Leben sich änderte. Ihr Vater ist ein ehrlicher Mann. Er wollte nicht in Schulden leben, er war kein Betrüger. Er hatte alles da reingesetzt, zu tun, was er tun konnte. Aber das Problem war nicht zu lösen. Jeden Tag drohte Insolvenz. Und nun müssen Sie sich einen Moment lang das Erleben eines Kindes vorstellen, das im Schatten eines Vaters existieren muss, der dauernd gegen die Überschuldung ankämpft. Ein simples Beispiel: zu Weihnachten pflegen Kinder, genauso wie zum Geburtstag, Wünsche zu äußern. Ab sofort nicht mehr in diesem Elternhaus. Das Christkind kann dir nichts bringen, weißt du nicht, dass wir kein Geld haben? Es ist unglaublich, dass du diese Wünsche äußerst. Es ist verboten, frivol, skandalös, schuldhaft, überhaupt die Regung eines Gefühls zu haben. Und den Vater lästig zu werden mit zusätzlichen Forderungen. Der Vater explodiert vor Wut, weil er ein guter Vater ist. Er begreift durchaus, dass das Kind ganz legitime, normale Kinderwünsche hat. Und die möchte er gerne erfüllen, aber es geht nicht. Und dafür hasst er sich selber. Dafür explodiert er unter dauerndem Druck. Was kann ein Mädchen machen in der Situation? Sie sehen es abends. Den Werkraum des Vaters fegen, es möchte nützlich sein, es möchte ihm helfen. Es möchte betteln, dass es geduldet wird, es will doch nicht zusätzlich noch ein Kostenfaktor sein. Aber ein Mensch, der einen Körper hat, braucht etwas zu essen, er braucht Kleidung, er braucht Nahrung, er braucht Zuwendung, er braucht Zeit, er braucht Liebe, er braucht viel zu viel. Es gibt ihn, aber eigentlich wäre es besser, es gäbe ihn nicht. Mehr könnte der Vater nicht sparen. Als wenn es dieses Mädchen gar nicht gäbe. Es kann sich so nützlich machen, wie es will. Es bleibt ein Kostenfaktor. Und das ist nur die halbe Seite des Problems. Die Mutter neigte immer schon zu Depressionen, aber jetzt, unter diesem Damoklesschwert der Insolvenz und der ständigen Ungebärdigkeit des Vaters, der mehr und mehr zum Alkohol neigt, zieht sie sich zurück. Sie sehen ein 6-jähriges Mädchen vor der Tür hocken, mit offenen Augen fragend, wann die Mutter wiederkommt, ob sie überhaupt wiederkommt. In der Sprache der Erwachsenen ist sie suizidgefährdet. Wie kann man Mutter trösten, wenn sie untröstlich ist? Wie kann man die Mutter am Leben erhalten, um sich selber am Leben zu erhalten? Wie kann man ein Elternhaus bauen, damit man überhaupt ein Elternhaus bekommt? Man ist schuldig, weil man auf der Welt ist. Und man muss leisten, opfern, um es wieder gut zu machen, dass man existiert. Das ist das Schema. Sie können in dem Moment sagen, das ist bei Psychoanalytikern das Übliche. Sie nehmen ein extremes Beispiel, das verallgemeinern Sie und dann erklären Sie die ganze Gesellschaft für ein Krankenhaus. Das ist eine Extrapolation, die wir nicht dulden. Wir sind normale Leute und wir lassen uns nicht in die Krankheit reden, wie wenn sie normal wäre. Ich behaupte aber, das Problem, von dem ich jetzt psychologisch gesprochen habe, ereilt uns als Menschen in genau der gleichen Heftigkeit. Kaum werden wir unserer Situation in dieser Welt bewusst, erleben wir, was dieses Mädchen an der Seite ihres Vaters kennengelernt hat,
Wir sind überflüssig. Vielleicht ein Störfall der Natur. Keinesfalls hat irgendjemand darauf gewartet, dass wir wären. Dann passiert etwas, das in den alten Zeiten mit viel Angst verbunden wurde. Die Natur selber ist unheimlich. Sie hat uns ermöglicht, aber sie zögert keinen Augenblick, uns wieder zurückzunehmen. Da schlägt ein Blitz ein, ein Erlebnis, wie Martin Luther es hatte und dann zum Mönch wurde. Was geht da vor sich? Für die Alten war es, dass Zeus oder Indra oder Wotan zornig war oder der Gott Thor und nahm seine Schleuderwaffe und schlug dazwischen. Man wusste nicht, was man getan hatte, aber wenn die Götter so sind, haben sie recht. Sie sind wütend, ja sicher, sicher, und werden ganz bestimmt Gründe haben, nur die müssen wir jetzt finden. Was haben wir getan, die Götter zu erzürnen? Und was können wir tun, um sie zu besänftigen? Zur Grundangst des Kontingenzproblems unserer Existenz zählt nicht nur die Unsicherheit unseres Daseins, sondern das chronifizierte Schuldgefühl, der Rechtfertigungszwang. Und der hat einen einzigen Ausweg: wir müssen opfern. In der Bibel finden Sie das gleich auf der dritten Seite, Genesis 4, um genau zu sein, in der Geschichte von Kain und Abel. Menschen, die sich wie verstoßen fühlen, wie ausgesetzt, wie fremd, können nicht anders als mit Opfern die Gottheit immer zwiespältig zu versöhnen und günstig zu stimmen. Wir müssen anders als die Geschichte von Kain und Abel religionsgeschichtlich denken, dass die ersten Opfer bestanden in dem Kostbarsten, was Menschen überhaupt darbringen konnten: andere Menschen. Schlimmer noch, das Liebste, was sie hatten, die eigenen Kinder, womöglich. Und dass es lange gedauert hat, bis man von den Menschenopfern zu Tieropfern überging. Und dann sind wir dicht dabei zu begreifen, wie Geld hat entstehen können. Die Griechen sprachen von den Rinderopfern, Hekatomben. Das waren Werteinheiten in der Opferpraxis für den Gott Zeus oder für andere Götter. Später hat man nicht mehr die Rinder, 100 Rinder auf einmal, eine unglaubliche Zahl der Schlachterei, geopfert, sondern die Zahl selber genommen und die Opferfeierlichkeiten verbunden mit Mahlzeiten und die wiederum auf Spießchen verteilt an die Opferteilnehmer. Diese Spießchen der Opfermahlzeiten nannte man Obolos. Und das ist genau das Wort, das Sie wahrscheinlich kennen, den Obolos entrichten. Das ist die erste Geldform, diese Spießchen, die man bei Opfermahlzeiten zur Verteilung des Fleisches des Opfertieres an die Mahlgesellschaft weitergab. Ich könnte jetzt die gesamte Geschichte der Entstehung des Geldes weiter aufrollen. Entscheidend ist, dass wir es zu tun haben, mit einer Form Schuld zu begleichen. Durch Opfer. Und dass es im Grunde unmöglich ist, die Zahlungen wirklich zum Erfolg zu bringen. Schon, dass man nicht mehr Menschen opfert, zeigt, dass man die Preise erniedrigt. Bedroht ist jeder, aber geopfert wird im Stammesverband ein Einziger. Schon das ist ein Ungleichgewicht. Die Schuld, die man fühlt, wird niemals adäquat abgetragen. So in der Religionsgeschichte, so beginnt sie. Und so könnten Sie in gewissem Sinne eine Entwicklung sehen, die unter ein wenig veränderten geistigen Bedingungen, sagen wir säkularisiert, um weit in der Geschichte vorzugreifen, notwendig in die Wirtschaftsform führt, die wir Kapitalismus nennen. Eine kleine Brücke dafür kann lauten, dass die Tempel, in denen die Opfer dargebracht werden, die ersten Banken sind. Da akkumuliert das Opfergeld, mit dem man sich freizukaufen sucht. Ein Problem, das Sie im Neuen Testament wiederfinden, im 11. Kapitel bei Markus. Es ist zum ersten Mal, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Mit wachen Augen, als Erwachsener. Und was er sieht, kommt ihm ungeheuerlich vor. Man macht aus Gott, weil die Menschen Angst haben,
weil die Priester ihnen beibringen, ihr müsst Gott versöhnen durch Opfer. Ein Markt zur Bereicherung auf. Denn um opfern zu können, muss man das Opfertier bezahlen, den Priester bezahlen, seinen Dienst bezahlen, man muss ständig bezahlen, man muss in der richtigen Währung bezahlen, man muss also wechseln am Eingang. Und da sitzen sie jetzt, die Verkäufer, die Händler, die Geldgewinner. Im Namen Gottes, das regt Jesus derart auf, dass er im Johannesevangelium im 2. Kapitel die Peitsche nimmt und sie herausjagt. Und er zitiert dabei oder führt auf den Propheten Jeremia. Dies Haus ist ein Haus des Gebetes und ihr macht daraus eine Räuberhöhle. Es ist ein Impuls, der immer wieder mal vorkommt und lebensgefährlich ist. 1517, der Thesenanschlag Martin Luthers, ist sehr abgeschwächt, ein Echo dieser Aktion. Wenn schon der Papst, ist da zu lesen beim Thesenanschlag, den Dom zu St. Peter bauen will, warum? Wo er selbst der reichste Crassus ist, nimmt er nicht wenigstens sein Eigengeld statt das der armen Gläubigen? Soll heißen, was wagt denn der sogenannte Stellvertreter Petri, dass er die Angst der Menschen vor Gott auspresst, nur um über die Ablassforderung Geld einzutreiben? Und was machen sie da alle? Man wird Bischof in Mainz? Das muss man einkaufen, indem man Schulden macht bei den Fuggern in Augsburg. Die Schulden kann man nicht bezahlen, ergo brauchen wir den Ablass. Wie erpresst man aus der Angst vor Gott Geld? Und dann ist man Bischof oder wird Kaiser, Karl V. gerade. Alles käuflich. Wie wird man Papst? Dito. Es geht um Geld mitten in der Religion. Die Schwäche der Religion ist die Fortsetzung der Angst vor Gott. Und die Flucht ins Geld. Kein geringerer als Walter Benjamin hat 1921 einmal gesagt, der Kapitalismus ist eine Religion. Er hat das nicht so gesagt, wie Sie es manchmal heute von den Kanzeln hören. Es ist der reine Baalskult, ein Fruchtbarkeitskult, irgendein Abfall ins Heidentum. Das kann ein richtiges Bild sein. Aber was Walter Benjamin meint, ist die Beschreibung unserer Selbstverständlichkeit inzwischen. Eine normale Religion, ahnt noch Walter Benjamin, sollte Schulden irgendwie vergeben. Nicht also im Kapitalismus. Im Kapitalismus ist eine Maschinerie am Werk, wo die Schulden sich vermehren sollen und müssen. Gleich jetzt werde ich erläutern, wie das funktioniert. Man sieht die Katastrophe kommen. Normalerweise sollte das zum Einhalt führen. Eigentlich wollen Religionen erlösen. Nicht so die Religion des Kapitalismus. Sie führt in die Apokalypse hinein sehenden Auges, ohne Scheu. Das weiter so. Die Wachstumsideologie ist erkennbar mörderisch, selbstmörderisch. Eine Bewegung, die nur durch den Crash vor der Wand zum Stehen kommen soll und kann. Aber kein Grund davon zu lassen. Es ist völlig irrational. Wirklich ein Glaubenssatz, wir müssen so weitermachen, gegen jegliche Vernunft. Alternativlos, natürlich. Im Deutschen Bundestag werden Sie keinerlei Nachdenklichkeit über all die Zusammenhänge vernehmen, von denen wir jetzt sprechen. In der Religion, jedenfalls die Sie noch haben, gibt es natürlich Gottesdienste, sagen wir sonntags von 10 bis 11, die sind zu besuchen. Vielleicht auch ein Bach-Konzert oder derlei, sehr besuchens- und empfehlenswert. Anders im Kapitalismus, er ist als Religion viel tüchtiger. Der Kult des Kapitalismus ist rund um die Uhr. Edeka öffnet von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts, da können Sie einkaufen. Unterbrochen nur noch, dass Sie ein paar Stunden schlafen, aber dann schon geht's wieder los. Und es dreht sich im Kreise. Wozu sind Menschen da im Kapitalismus? Richtig, dass sie produzieren und konsumieren. In einem Hamsterrad, das immer schneller laufen soll und das keinen drinnen zulässt. Das ist ein Kultdienst zum Selbstverschleiß. Die Zeit wird immer kürzer, sie haben keine zu haben. Zeit ist Geld, also kann sie gar nicht schnell genug laufen. Weiter ein Gesetz des Kapitalismus. Auch die Räume werden immer enger. Züge können nicht schnell genug fahren, Autobahnen müssen wir jetzt bauen.
das neue Programm der GroKo. Die Infrastruktur muss verbessert werden. Es kann nicht schnell genug gehen. Obwohl, dann manchmal geht es doch langsam. Stuttgart 21, Berliner Flughafen. Ist aber nicht so schlimm, weil am Ende die Kosten dafür das Dreifache des Geplanten sind. Und das kommt denjenigen zugute, die die ganzen Planungen aufgestellt haben. Da konnten sie protestieren in Stuttgart, so viel sie wollten. Sie konnten damals schon sagen, das wird viermal so teuer, das war alles Unfug. Nun haben wir den Salat. Und es muss sein. Auch das Lügen gehört zum Kapitalismus, das Schönreden. Die Irrationalismen ideologisieren gehört dazu. Was haben wir für eine Logik mit Geld, um dabei zu bleiben? Wenn Sie mit Geld auf die allereinfachste Weise Geld machen wollen, gibt es ein probates Verfahren dafür. Sie haben mehr, als Sie unbedingt benötigen und treffen auf einen Nachbarn, der das überflüssige Geld in Ihrer Tasche dringend benötigt. Also können Sie es ihm ausleihen. Aber natürlich nicht umsonst. Warum sollten Sie einem anderen Geld ausleihen? Ich frage Sie, Sie könnten mit dem Geld, das Sie überflüssig haben, eine Menge Überflüssiges anfangen. Eine Finca in Mallorca kaufen, Traumreise in der Südsee, vieles könnten Sie anfangen. Wenn Sie dem anderen Ihr Geld geben, müssen Sie auf alles das verzichten. Und diese Liquiditätsverzichtleistung muss prämiert werden. Und darauf steht etwas, das Sie in volkswirtschaftlichen Vorträgen als unverzichtbar angesprochen finden. Die Prämie auf Geldverleih ist Zins. Sie leihen nicht gratis aus, sondern Sie erwarten, dass das Geld, das Sie dem anderen gegeben haben, zurückgezahlt wird in einer bestimmten Laufzeit zu einem bestimmten Zinssatz. Da können Sie augenblicklich Geld machen. Nehmen Sie Ihre eigene Wirklichkeit. Jeder von Ihnen, behaupte ich, sonst ist er kein ordentlicher Bürger, hat irgendeine Karte, mit der er bei der Sparkasse oder bei der Bank Geld abheben kann. Er hat ein Girokonto. Das muss er, denn nur darauf werden die Löhne überwiesen. Nur da können Sie Geld transferieren. Sie können nicht dauernd mit der Post Geld verschicken oder einen eigenen Boten anstellen. Sie brauchen ein Girokonto. Aber nun sehr schön. Sie sind kein Bankier, nehme ich mal an. Aber wenn Sie es wären, könnten Sie sich nichts Besseres einfallen lassen, als die ganze Bevölkerung dahin zu verpflichten, ein Girokonto zu brauchen. Alternativlos. Das Girokonto bedeutet, dass Sie darauf ein Guthaben eingezahlt haben können, wie viel immer Sie wollen. Ob das 2.000 oder 10.000 Euro sind, es bringt Ihnen nicht einen Cent Gewinn dabei. Anders, wenn Sie in die Negativzone kommen, sagen wir, Sie hätten den Kreditrahmen überzogen und stünden jetzt bei 2.000 minus, 10.000 minus, dann stehen da plötzlich zwischen 10-12% Zinsen, die Sie zu zahlen haben. Wofür? Damit die Bank Ihnen den Überziehungskredit gewährt. Da ist sie großzügig. Die Fallen aufzustellen und zu ködern, funktioniert immer. Nur wenn Sie sich darauf einlassen, müssen Sie damit rechnen, dass es sehr schwer ist, wieder aus der Falle zu kommen. Vor einer Weile noch hatte ich eine Frau, die dringend umziehen wollte, weil sie mit ihrem Mann nicht zur Rande kam und war bereit, von der Sparkasse mal eben 10.000 Euro zu leihen. Das macht die Sparkasse beim geregelten Einkommen kein Problem. Aber wie zahlt man bei wachsenden Zinsen und Zinseszinsen 10.000 Euro zurück? Bei einem Gehalt, mit dem man gerade leben kann, wo nicht viel zu ersparen ist. Das alles müsste man bedacht haben, denn für die Bank ist natürlich die Insolvenz eines Kreditnehmers kein Problem. Sie wird zum Pfänden schreiten. Absolut kein Problem. Vor einer Weile noch saß ein Bauer in meinem Zimmer und sagte, Sie machen mit mir einen Schabernack. Das war sein Ausdruck, ein Schabernack. Das sollte heißen, Sie hatten ihn reingelegt. Und der Zweck war, der Erbhof über mehrere Generationen aufgebaut, sollte gerade unter den Hammer kommen.
Die Bank beliebte, das gesamte Gelände zu arrondieren. Hier ging es nicht um den Bauernhof, aber das Gelände, es war viel wert. Paderborn wird gerade erweitert an den Rändern, da werden Straßen gebaut, das ist eine Kostbarkeit. Da kann man mehr verdienen, als dass man Rüben anzieht oder irgend sowas. Der Hof muss weg. Aber wenn das Gebiet der Bank gehört, da kann sie Geschäfte machen. Sie lernen, dass man nicht nur Geschäfte macht aus den Zinsen und Zinseszinsen, sondern am allerbesten aus der Unbezahlbarkeit der Zinseszinsen. Denn irgendeine Sicherheit, eine Bonität müssen sie vorgezeigt haben. Sonst hätten sie das Geld nicht bekommen. In der Hinterhand muss irgendeine Sicherheit für die Bank sein. Und da greift sie zu. Mit einem Wort, die Bank gewinnt in jedem Falle beim Geldverleih. Es kann noch besser kommen. Sie werden normalerweise glauben, dass das Geld, das Sie haben, rechtlich verdient ist. Sie haben dafür gearbeitet, Sie haben gespart, Sie haben Ihren Lohn nicht einfach verschwendet und nun gehört Ihnen das Geld, das Sie haben. Keine Frage, so darf man denken. Aber die Bank macht mit dem Geld, das Sie hinterlegen, auf Ihrem Girokonto, etwas ganz anderes. Je nach den Regeln der Zentralbank braucht sie eine gewisse Mindestreserve. 4%, 6%, das kann man kummeln. Das sind die Einlagen, die Sie der Bank geliehen haben und für die Sie selber keinen Cent bekommen. Einfach das Geld, das Sie als Guthaben auf Ihrem Girokonto lagern. Und was macht die Bank jetzt? Mit der Reserve, sagen wir, von 4% kann sie 25 Mal Geld verleihen. Wie das, fragen Sie? Woher hat sie das Geld? Überhaupt nicht hat sie das Geld. Sie kann es verleihen, gestützt auf die Reserve. Das ist das Übliche. Man spricht von Fiat-Geld. Und jetzt haben Sie wirklich eine große religiöse Bewegung vor sich. Gott, der Herr, erschuf die Welt aus nichts, wie man denkt. Das ist schon der Grund der Kontingenz. Nichts von allem hier auf Erden existiert durch sich selber. Nur durch einen Willen von außen. Die Bank ist unglaublich viel kreativer. Sie schafft nicht bloß aus nichts, sie schafft sogar aus Minus nichts, aus den Schulden, die sie selber macht. Erschafft sie neues Geld. Fiat Lux, es werde Licht, so wird jetzt Fiat Pecunia. Die Bank ist schöpferisch. Geld schöpferisch. Aus nichts macht sie enorme Kreditmöglichkeiten. Und aus denen macht sie sehr reale Förderungen, um sich rückwärts zu bereichern. Das ist nur ein kleines Spiel, wie man aus Geld viel, viel mehr Geld macht. Ein Spiel, zu dem sie selber außerstande sind, dass sie so auch nicht spielen. Wenn wir aber soweit sind, könnten wir noch ein paar Methoden uns vor Augen halten, die dazugehören. Man kann spekulieren auf die Zukunft, wenn man denn etwas Geld hat zum Spekulieren. Vielleicht diejenigen, die sich noch an den Mathematikunterricht erinnern, kennen den Namen Thales noch, ein griechischer Philosoph. Um Ihnen auf die Sprünge zu helfen, wenn Sie einen Halbkreis über eine Gerade schlagen, ist jedes eingeschriebene Dreieck ein rechtwinkliges. Außerordentlich nützlich, Sie können sofort Tangenten an den Kreis konstruieren, wieder indem sie einen zweiten Kreis schlagen. Ich will das nicht länger ausführen. Thales setzte sich dem Vorwurf aus, dass Philosophie eine unnütze Kunst war. Das wissen Sie, Philosophen denken, aber da kommt ja nichts bei rum. Das hat keinen praktischen Wert. Um zu zeigen, dass sich das gründlich anders verhält, hatte Thales die Idee, zu spekulieren, Futures zu generieren. Er war der Meinung, dass im nächsten Jahr die Olivenernte außerordentlich reich ausfallen würde. Also kaufte er in diesem Jahr schon eine Menge Ölmühlen auf. Die waren bis dahin nur teuer. Aber die Spekulation war, wenn die Olivenernte im nächsten Jahr sehr üppig ausfallen würde, sei der Bedarf an Mühlen, um die Oliven zu pressen, außerordentlich hoch. Also, dass die Mühlen, die er jetzt gekauft hatte, sich enorm teuer im nächsten Jahr verkaufen würden. Sie nehmen Kapital auf, um zu spekulieren für Geschäfte, die noch kommen.
Dazu müssen Sie ein bisschen Glück haben, vielleicht auch ein wenig Sachverstand oder, wie im Fall des Thales, Astrologie beherrschen. Eine ziemlich windige Kunst. Die Sache jedenfalls funktionierte. Thales ging, so schreibt Aristoteles darüber, als ein Meister, wir würden heute sagen, der Spekulation in Futures, in die Finanzgeschichte ein. Großartig, möchten Sie denken, so wollen wir auch sein. Und schon sind Sie dabei zu verstehen, wie dieses Wirtschaftssystem ein Verbrechen bedeutet. Seit mindestens 3 Jahren haben wir in Afrika eine Dürrekatastrophe von Südafrika die ganze Ostküste hoch. Die Folgen sind bekannt. Gerade haben wir etwa 20 Millionen Flüchtlinge. Nach Deutschland dürfen sie nicht kommen. Es sind reine Wirtschaftsflüchtlinge. Die fliehen nämlich nur vor dem Hunger, nicht vor politischer Verfolgung. Sie haben kein Asylrecht. Und die Schleuser müssen wir bekämpfen, die ihnen helfen, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen, wo sich die Balken biegen. Auf keinen Fall. Lieber in Libyen, KZ-ähnliche Auffanglager. Hatte Chili schon vor über 20 Jahren. Wir fangen sie ab, sie kommen gar nicht erst nach Europa. Wäre die Antwort. Die UNO bettelt gerade darum, 4 Milliarden würde sie brauchen, um den akuten Hungerstand in irgendeiner Weise zu verwalten. Die 4 Milliarden sind unmöglich. Wir sind gerade dabei, den Wehrhaushalt zu erhöhen. Auf 2% des Bruttoinlandsprodukts, das heißt von 35 Milliarden auf ungefähr 70 Milliarden. Das müssen wir tun, damit wir Sicherheit ernten. Für Hungernde? Schon das erfüllt den Tatbestand fahrlässiger, unterlassener Hilfeleistung mit tödlichem Ausgang. Würde die Geschichte unmittelbar in Ihrem Nachbarhaus passieren, käme die Polizei Sie verhaften. Wenn es 3000 Kilometer weiter passiert, ist scheinbar nichts dabei. Es kommt aber noch anders. Wenn irgendwie von Wirtschaft etwas haben, ist ein Satz die Grundregel, den jeder Papagei nachsprechen kann: Angebot und Nachfrage. Danach richten sich die Preise. Wenn also durch eine Hungerkatastrophe Nahrungsmittel in Afrika bei ausfallender Ernte rar werden, steigen die Preise. Dies wissend und sehend, wären Sie kein richtiger Moneymaker und säßen nicht in Chicago bei der Nahrungsmittelbörse, um nicht zu wissen, dass das die Stunde ist, die alles entscheidet. Sie müssen zugreifen. Bei teuren Preisen jetzt drauf spekulieren. Sie können Milliarden gewinnen dabei. Die Preise steigen und Sie sitzen oben wie ein Champagnerkorken auf der Flut. Dabei werden Millionen Menschen sterben. So what? Können wir dafür, dass da Hungersnot in Afrika ist? Es ist legitim, Geschäfte damit zu machen. Und wenn wir es nicht machen, täten es andere. Wir wären ja verrückt, wenn wir es nicht selber machten. Das ist Neoliberalismus, Milton Friedmans Lehre, die Chicago Boys. Tätig an der Nahrungsmittelbörse in Chicago. Sie müssen nicht Jean Ziegler sein, um zu sagen, jeder Mensch, der heute an Hunger stirbt, ist ein Ermordeter. Von uns ermordet. Es müsste nicht sein. Wir hätten genug, ihn zu ernähren. Aber das geht nicht, denn dann können wir nicht gleichzeitig Gewinne generieren. Nicht durch die Not der anderen. Ich gebe das Beispiel so krass, damit Sie verstehen, was Jesus im 6. Kapitel des Matthäus meinte. Ihr könnt nicht beides haben. Gott und den Mammon. So wie scheinbar in der ganzen Kirchengeschichte man, ja warum nicht, irgendwie beides doch zusammengebracht hat. Eine kreative Synthese. Man muss sich entscheiden. Geschäfte oder Menschlichkeit. Sagen wir es noch viel krasser, um in der Welt, die wir haben, reich zu werden, müssen Sie ein anderes Jesuswort hören. Ist es möglich, dass du die ganze Welt gewinnst? Aber du wirst Schaden leiden an deiner Seele. Wie ist es möglich? Sie wollen Reichtum für sich. Und draußen hungern die Menschen? Das können sie haben. Die romantische Literatur konnte davon reden. Hauff zum Beispiel in dem Märchen Das kalte Herz
Ein armer Mann, der nicht weiter weiß, verdingt sich dem Teufel. Um den Preis, dass er sofort eine Menge Geld bekommen wird, allerdings ist sein Herz aus Stein geworden dabei. Sie begreifen die Logik, es ist das eine die Bedingung des anderen. Sie haben keine Gefühle mehr, keine Menschlichkeit mehr, keine Verantwortung mehr. Und sie können steil mitten hinein in diese Wirtschaft greifen, um sie voranzutreiben. So kommen sie zu was, nur nie zu sich selber. Ein russisches Sprichwort meint das, du kannst mit der Lüge um die halbe Welt kommen, du kommst nur nie bei dir selber an. Das ist ungefähr, was Jesus meinte. Ich breche an der Stelle die finanzielle Ebene des Kapitalismus in der Darstellung ab und glaube, Sie haben genügend verstanden, um zu begreifen, ungefähr wenigstens, wie Geld sich übersetzen kann in immer mehr Geld und dass das Wachstum die Bedingung dafür ist, es so voranzutreiben. Es gibt einen anderen Punkt, den wir noch genauer untersuchen müssen. Er spielt in der produktiven Sphäre, in der Sphäre der Arbeit. Das im Grunde ist, was Karl Marx vor 200 Jahren beschreiben wollte. Der Finanzkapitalismus, die Banken existierten natürlich und sie wurden von ihm beschrieben, aber immer auf der Basis der Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen dem Eigentümer der Produktionsmittel und denjenigen, die von ihm angestellt werden. Kapitalismus ist nicht anders denkbar als in wechselseitiger Konkurrenz. Auch das ist etwas, das man Ihnen zur Selbstverständlichkeit beibringen wird. Konkurrenz hebt das Geschäft. Was wäre, wenn wir keine Konkurrenz hätten? Dann würden nicht immer neue Erfindungen gemacht, nicht immer bessere Waren auf den Markt geworfen. Und das Bessere verdrängt natürlich das Gute. So ist der Fortschritt. Es muss immer weitergehen. Es darf keinen Stillstand geben. Die Konkurrenz schläft nicht. Ständig muss uns Neues einfallen. Innovativ, kreativ. Sonst wären wir übermorgen erledigt. Wie kann man in der Konkurrenzwirtschaft, in der zumindest im gleichen Wirtschaftsraum der eine den anderen an die Wand spielt, ein Vernichtungskrieg, auf Sein oder Nichtsein, ein Erfolg garantiert werden? Eigentlich nur unter zwei Bedingungen. Sie treten in den Markt ein, den Sie schon vorfinden, und haben bestimmte Preise nach Angebot und Nachfrage, die bereits existieren. Wir nehmen an, dass Sie nicht Monopolist sind, der die Preise diktieren kann mit seinem einzigen eigenen Produkt, sondern Sie müssen sich orientieren an die Marktlage, in die hinein Sie Ihre Produkte zu stellen suchen. Wenn Sie Erfolg haben wollen in der Konkurrenz, müssten Sie billiger die gleichen Waren herstellen als die Konkurrenz bisher. Das ist möglich, indem Sie zwei Voraussetzungen schaffen. Das eine ist, Sie können die Produktion von Waren verbilligen, dadurch, dass Sie die Produktionsmittel, die Rohstoffe vor allem, möglichst billig sich beschaffen. Das ist der Standard im Kapitalismus. Einer der Gründe für den Kolonialismus vergangener Jahrhunderte, die Ursache für den Neokolonialismus in unseren Tagen, die Ursache für permanente Kriege, deren Ende absolut nicht absehbar ist. Der Grund lautet billiger Zugriff auf die Ressourcen. Wer das schafft, in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, auszubeuten, was da im Boden liegt, hat eigentlich die Hälfte schon geschafft. Er kann billiger produzieren als andere, die diesen Zugriff nicht haben. Nehmen Sie ein kleines Beispiel. Die meisten von Ihnen werden ein Handy mit sich führen und in dem Handy ist Coltan für die Akkus. 90% des Coltan liegt im Kongo. Und um die Sache kurz zu machen, der Kongo ist bettelarm, weil er so reich an Bodenschätzen ist. Daran liegt es, dass er sich selber nicht regieren darf.
Wir müssen den Zugriff haben, also müssen wir die Leute selbst bestimmen, die uns dienstbar sind. Neokolonialismus heißt Regime Change, bis die Kerle regieren, die von uns völlig abhängig sind. Das kann man beklagen als Korruption, aber uns ist es nützlich und solange es läuft, ist es gar keine Korruption. Es ist wohlverstandener Eigensinn, politische Weitsicht. Es könnte im Kongo anders gekommen sein. 1960 gab es Patrice Lumumba, ein Mann, der dem belgischen Kolonialismus endlich den Marsch geigen wollte. Wie man einfachen Kautschukarbeitern die Hände abgeschlagen hatte, weil sie Diebe waren angeblich oder nicht genügend gearbeitet hatte. Es betraf Hunderttausende von Menschen. König Leopolds II. Statuen können Sie in Brüssel heute allerorten sehen. Ist ein Ehrenmann in der EU. Dass er ein Schurke ist, wusste man im Kongo und genau das sagte Patrice Lumumba. Er war ein Farbier, der Schwarzafrika hätte demokratisch ein können als Volksführer. Mit einem eigenen Bewusstsein. 1960 hat man ihn ermordet, die CIA im Verein mit den Belgiern. Es gibt keinen Patrice Lumumba. Katanga wurde damals abgespalten vom Kongo, Millionen Tote. Aber das war es wert. Wir brauchen Bauxit, Uran, Coltan heute. Und wenn wir es brauchen, die können ja damit sowieso nichts anfangen, die Depps. Die haben nicht die Technologie wie wir. Wir brauchen es. Also ist es unser Recht, es denen wegzunehmen, denn die können damit gar nichts anfangen. Kapital muss einen Anwendungsraum finden. Es schläft nie, sonst wäre es vertan. Also muss man investieren an genau den Stellen. Warum haben wir Krieg im ganzen Nahen Osten, im ganzen Mittleren Osten? Da könnten Sie Condoleezza Rice befragen. Die Philosophie des Chaos. Wir müssen den ganzen Mittleren Osten ins Chaos stürzen. Allen Ernstes. Denn nur dann haben wir den Zugriff auf das Erdöl und noch vieles andere. Die geostrategische Position in ganz Zentralafrika, Asien, zwischen Indien und China. Warum sitzen wir, die Deutschen, seit über 17 Jahren in Afghanistan? Verteidigen wir unsere Freiheit am Hindukusch? Wir helfen mit, den Zugriff auf die nötigen Ressourcen zu sichern und treiben die NATO in immer neue Kriege. Wann immer Sie hören, dass wir international für die Humanität uns einsetzen müssen, selbst wenn Sie es hören von dem Ex-Pastor Gauck oder beigebracht bekommen von der Pastorentochter Merkel, hören Sie nicht, was gesprochen wird, sondern denken sich, was Sie selber wissen könnten. Es geht allemal um Ressourcen und um Geld. Unsere Werte, heißt das. Und das sind diese, andere kennen wir nicht. Wir könnten sagen mit Mahatma Gandhi, er hat in den 30er Jahren schon gesagt, im Abendland glaubt man nicht an Gott, sondern nur ans Geld. Die Entscheidung ist längst gefallen. Das Geld, der Kapitalismus, ist die Religion. Wir könnten es auch noch anders sagen. Gandhi meinte, es hat ein Christentum im Abendland nie gegeben, sonst wären von dort nicht immer wieder die schrecklichsten Kriege ausgegangen. Das ist wahr. Aber woran glauben wir? Und das Erstaunliche, die verfassten Kirchen machen das alles widerspruchsfrei mit, haben Militärbischöfe, sind dabei, haben Militärpfarrer, haben selber Banken. Da konnte Luther geschrieben haben, was er wollte gegen die Zinsnahme. Wie man wirtschaften könnte ohne Zins, hat ein Deutsch-Argentinier um 1900 Silvio Gesell einmal gezeigt. Man muss das scheue Reh des Kapitals nicht auf die Lichtung locken, indem man es ködert mit Zinsversprechen. Man könnte umgekehrt durch den Geldverfall dem Kapital Feuer unterm Hintern machen. Das Paradox ist, dass Geld, wenn es denn schon als Zahlungsmittel auf dem Markt gebraucht wird, als Tauschmittel zwischen den Waren, kein Privateigentum bleiben dürfte, so wenig wie die deutsche Sprache. Wenn es ein Tauschmittel ist, kann es und dürfte es kein Sammelgut werden in den Säckeln von besonders Reichen. Und das wäre leicht erreichbar, indem wir in bestimmten Zeiten Geldverruf betreiben. Eine Idee, die ich jetzt weiter ausführen müsste,
Sie werden nicht glauben, wie wirkungsvoll das alles wäre, wovon ich jetzt spreche. 1923, mitten in der Weltwirtschaftskrise, hatten wir in dem kleinen österreichischen Ort Sögel einen Bürgermeister, der Silvio Gesell verstanden hatte und mit Arbeitsgutscheinen bezahlen ließ. Das funktionierte doppelt gut, weil eine Spekulation losgelöst von den Produktionsverhältnissen, Kapital also, das nur in sich kreist, gar nicht mehr möglich war. Es war sofort gebunden an die reale Arbeitsleistung. Und man konnte mit einem relativ kleinen Betrag eine Menge von Aktionen tätigen. Unglaublich, was in einem halben Jahr damals in Sögel auf die Beine gestellt wurde. Die Wiener Bank fühlte sich bedroht und beendete den Versuch. Wir könnten eine völlig andere Wirtschaftsform haben, wenn wir sie nur zuließen, aber dann müssten wir die Machtinteressen der Geldbesitzer sprengen. Oder wir müssten Jesus und seiner Botschaft glauben. Wir werden keine guten Menschen, wenn wir den Mammon zum Gott machen. Zugriff auf Ressourcen, notfalls durch Gewalt, durch die unendliche Verlängerung der Gewaltbereitschaft durch permanente Rüstung. Das ist der Normalzustand, der Ihnen begegnet beim Zeitunglesen jeden Morgen. Es ist ein anderer Punkt noch erwähnenswert, der vor allem dann bei Marx die größte Rolle spielte. Sie können billiger produzieren in Konkurrenz, wenn Sie mit Lohndumping die Kosten für das variable Kapital für Ihre Angestellten minimieren. Wie das vor sich geht, lässt in einem kleinen Beispiel sich verdeutlichen. Die Stadt Bochum, nachdem der Steinkohlenbergbau sich ausgeschlichen hat, bettelte förmlich darum, dass bei ihr investiert wurde. Die Flächen am Stadtrand wurden zum Schleuderpreis beinahe angeboten, damit große Konzerne sich ansiedelten und die im Grunde bankrotte Stadt Steuereinnahmen generieren könnte. Also kam aus skandinavischen Ländern, dankenswerterweise Nokia, nach Bochum. Die Stadtverwaltung war happy, endlich hatte sie einen großen Steuerzahler in Bochum. Ungefähr 2000 Angestellte im Verbund mit Nokia. Das Ganze ging so lange, bis man entdeckte, dass eigentlich dieselben Tätigkeiten sehr viel billiger, mindestens ein Drittel von den Kosten in Deutschland, in Rumänien zu produzieren wären. Und allen Ernstes schlug man den deutschen Arbeitern vor, in Bochum, sie könnten ja umziehen nach Rumänien. Die Kinder können ja zweisprachig aufwachsen, Deutsch und Rumänisch, was für ein Vorteil für die EU. Kein Zynismus, der nicht probat wurde. Und so geschah es. Ihr Nokia-Handy ist auf diese Weise zustande gekommen. Was könnte man machen, um solchen Machenschaften Einhalt zu gebieten? Eigentlich ein ganz einfaches. Wenn Sie mit dem Auto über die Landstraße fahren und es läuft Ihnen ein Reh in den Fahrweg, müssen Sie es melden beim Forstamt und irgendetwas tun, um es wieder gut zu machen. Sie haben moralisch keine Schuld dafür, das Reh eigentlich auch nicht, aber es ist passiert. In jedem Falle gibt es so etwas wie ein Haftungsprinzip, ganz unabhängig von der moralischen Schuld. Wenn ein Unternehmer seinen Betrieb verschlankt, indem er Arbeitskräfte entlässt durch Modernisierung, Digitalisierung, einfach überflüssig macht, kann er billiger produzieren. Aber was wird jetzt aus den entlassenen Arbeitskräften? Die sind für ihn zum Nulltarif entledigt. Gerade stehen müssen Sie als Steuerzahler dafür. Das Paradoxe ist, wir bezahlen den inhumanen Entlassgeschäften der Unternehmer den Mehrwert ihrer Gewinne, indem wir die Lasten für die Arbeitslosen ihnen abnehmen in der Arbeitslosenversicherung, die wir bezahlen. Und so geht das nur. Zum Kapitalismus gehört, dass sie als Unternehmer keine Haftungspflicht haben oder so minimiert, nur dass es sie niemals ernsthaft trifft. Die Haftung wird ausgelagert an den Steuerzahler.
In der normalen Formel, es werden die Gewinne privatisiert für den einzelnen Unternehmer und die Folgekosten sozialisiert für uns, die Steuerzahler, rundum. Das tollste Beispiel ist die Atomenergie. Das wusste man in den 50er Jahren schon, was eine Halbwertszeit ist. Jedenfalls habe ich es da in der Schule schon gelernt. Wie kann man mit Zehntausenden von Jahren umgehen, Folgen, die wir haben, wenn wir Atomwirtschaft zur Energieerzeugung einsetzen? Das spielte überhaupt keine Rolle. Selbst George W. Bush konnte noch erklären, Atomstrom ist viel besser, auch umweltfreundlicher, als dass wir weiter mit der Kohle machen. Das wollen wir gar nicht. Atomstrom. Es war so verrückt, dass es jetzt erst nach Fukushima sogar Frau Merkel, der Physikerin, dämmert, dass ihre alte Politik, es einfach weiter so zu treiben, nicht funktionieren konnte. Es gab damals den Wahlkampf in Baden-Württemberg. Herr Mappus musste unbedingt durchgesetzt werden, geschah dann nicht, aber nur deshalb haben wir Stuttgart 21 heute, eine Magistrale von Paris bis Doll. Eigentlich nur zum Machterhalt. Die Physikerin konnte wissen, was Halbwertszeiten sind. Sie muss keine Philosophin in Geschichte sein, um zu erahnen, dass wir nicht gerade die Leute sind, die auf 20.000, auf 100.000 Jahre Verantwortung für kommende Geschichte tragen können. Wir haben keine Ahnung, wie es auch nur in 20 Jahren aussieht, geschweige, dass wir in Jahrtausenden mal leben. Die Herren sind, die wissen, wie dann die Welt aussieht. Aber genau das ist Atomwirtschaft. Mit Folgekosten, die jeden Menschen überfordert, weil er ein Mensch ist. Jetzt werden die Reaktoren zurückgefahren. Und wer bezahlt die Folgekosten? Natürlich die Steuerzahler, in größtem Umfang. Wer bezahlt die Schweinereien mit dem Diesel, wo doch eigentlich der Autobau in Deutschland die Schlüsselindustrie ist? Natürlich wir, die Steuerzahler. Und so geht das an jeder Stelle. Kein Wunder also, dass sie den Kapitalismus in Dienst sehen, arm und reich voneinander zu spalten. Er ist identisch mit einer Paternostergesellschaft, wo diejenigen, die aufsteigen, es nur tun können, indem andere absteigen. Der Reichtum der einen ist identisch mit der Verarmung der anderen. Das ist eine Umschichtung ständig von unten nach oben. Das erklärt, warum am Ende ein paar hundert Leute mehr besitzen als der ganze Rest der Welt. Oxfam hat das dieser Tage noch, als man sich in Davos versammelte, alle Jahre wieder, diesmal aber auch, tabelliert. Wir haben Ungerechtigkeit, wir haben Zerstörung, wir haben das Zerreißen des einigen Bandes der Menschheit, wir haben permanente Raubkriege, wir haben den zynischen Kauf mit Menschenleben zum Gewinn und das alles ist, was wir Wirtschaft nennen. Was wäre, wir hörten auf die Botschaft, die der Mann aus Nazareth uns wirklich hinterlassen hat. Dann begriffen wir, dass wir gegen die Religion des Kapitalismus endlich die Religion setzen sollten, an die zu glauben wir den Worten nach vorgeben. Eine christliche Botschaft. Und dann allerdings könnten wir zum Anfang zurückkehren. Wie gehen wir um mit dem Kontingenzproblem? Mit der Angst unserer Nichtnotwendigkeit, mit dem Grundgefühl, schuldig zu sein, dadurch, dass wir sind. Der Kapitalismus, wenn ich ihn so beschreibe, ist die konsequente Antwort, etwas zu machen, um dagegen anzugehen. Es kann nicht genug geopfert werden, im Letzten nicht genug Geld gemacht werden, nicht genug produziert werden. Und immer müssen wir uns opfern, es geht nie um das private Glück. Wenn wir am Ende wenigstens die Millionäre in Glück säen, sie sind krank, das sieht man von Weitem. Sie leben überhaupt nicht wirklich, sie sind die Maskottchen ihrer Eigeninszenierung. Und sie zwingen alle anderen, wie die Rädchen, mitzulaufen und zu schnurren. Wann werden wir Menschen? Das ist die Frage. Die ganze Botschaft Jesu können Sie in diesem Punkt zusammenfassen. Wir sollten im Hintergrund einer Natur, für die wir egal sind, ganz sicher nicht notwendig, eine Macht wahrnehmen, die wir nur im Glauben entdecken können. Ein Willen, der möchte, dass wir sind. Das ist eine Notwendigkeit nicht durch Naturgesetze, sondern eine Notwendigkeit in Freiheit. An Gott zu glauben, hieße im Wesentlichen, dass es uns geben soll,
weil er es möchte, weil er uns möchte. Nur auf der Ebene der Religion hören sie etwas, das sie in der ganzen Natur, im ganzen Kosmos nicht vernehmen werden, auch in unserer Gesellschaft nicht vernehmen werden. Es muss dich nicht geben, nein, aber ich möchte, dass es dich gibt. Das ist der Ausdruck von Liebe. Wann immer sie einen Menschen in ihr Herz schließen, sodass er ihnen näher kommt, fangen sie an, Gott zu begreifen. Denn sie verstehen, dass es den anderen geben muss, einfach weil sie ihn lieb haben. Es muss ihn überhaupt nicht geben, dabei bleibt es äußerlich betrachtet. Aber nun fangen sie an, ihn zu lieben und sie verstehen immer mehr, dass man diesen Menschen hätte erfinden müssen, wenn es ihn nicht gäbe. Und das ist, was sie Dankbarkeit nennen können. Das ist, was wir Gott nennen. Die Macht, die möchte, dass wir sind. Und davon lebt Jesus mehr als von allem anderen. Plötzlich wird das Geld so überflüssig. Es wird die Lüge offenbar, in die wir uns verwickelt haben. Eben noch sagte ich, sie haben Geld bei sich, das sie sich wohl erworben haben. Keine Frage, ich traue ihnen nicht alles Mögliche zu. Die Steuererklärung allerdings kommt in ein paar Wochen, will abgeliefert werden. Nun ja, der Irrtum ist, dass sie einen Unterschied machen. Sie gehen in Stuttgart durch die Königstraße und sehen links und rechts, trotz der Kälte, Bettler am Straßenrand sitzen. Und sie können natürlich sagen, das ist deren Schuld. So jung wie der ist, er kann auch arbeiten. Ist ein Faulenzer, ein Sozialschmarotzer. Es geht mich überhaupt nichts an. Außerdem habe ich anderes zu tun. Ich habe schon die beiden Hände voll mit Tragetaschen. Ich habe auch nicht die Zeit und die Lust, mich da jetzt mit aufzuhalten. Ich habe jedenfalls ordentlich gelernt, schon in der Schule, einen ordentlichen Beruf erworben, mich ordentlich darin aufgeführt und habe jetzt als ordentlicher Bürger rechtschaffenermaßen einen geregelten Einkommensstand. Dieser hat gesoffen, gefaulenzt, sich selber boykottiert und nun hat er, was er sich arrangiert hat. Was geht das mich an? Sie können die Zäsur eindeutig so ziehen, das, was sie haben, ihr Eigentum, haben sie verdient. Ich glaube, dass hier im Raum ohne weiteres das kaum jemand in Frage stellen wird. Ich aber probiere es mit einem simplen Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, Sie wären statt auf dieser Seite der Mauerwand, da wo Sie zur Welt gekommen sind, 30 Zentimeter weiter jenseits der Wand im Nachbarhaus zur Welt gekommen. Dann hätte es können sein, es wäre Ihnen ähnlich ergangen wie der Frau, von der ich eingangs erzählte. Der Mann hat vielleicht gearbeitet bei Nokia und wurde gerade entlassen. Und er fand keinen weiteren Arbeitsplatz. Die Schulden, die er aufgenommen hatte, waren unbezahlbar. Wir können die ganze Geschichte auf einem neuen Niveau einfach weiterspinnen. Er geriet in den Alkohol und wir nehmen jetzt an, das Nachbarkind, 30 Zentimeter Ziegelstein weit entfernt, hat eine ganz andere Geschichte, als Sie sie gehabt haben. Eine Geschichte des ständigen Abseits. Die Mutter ging arbeiten, sie war nicht da, irgendjemand musste ja verdienen. Der Mann saß herum, quälte sich selber, schikanierte die gesamte Umgebung. Das Kind wich ihm aus, auf die Plätze, unter die Kollegen. Und es lernte draußen auf der Straße genau das Gegenteil von dem, was es hätte lernen sollen. Es kam in die Schule und es war ein Außenseiter von Anfang an und rottete sich zusammen wieder mit den Falschen, mit den Rabauken aus der letzten Bank. Konnte dieses Kind dazu? Eigentlich nicht. Können Sie dazu, dass Sie diesseits der Mauer auf die Welt gekommen sind? Eigentlich auch nicht. Mit einem Wort von Verdienst ist überhaupt keine Rede. Sie haben Glück gehabt und der andere hat Pech gehabt. So sieht es aus. Und noch ein Stückchen stärker, Sie waren fleißig, selbstverständlich, Sie haben das Beste getan, was Sie konnten. Allein schon, dass Sie es konnten, haben Sie es verdient? Es könnte sein, noch heute Abend, durch die Tür hinaus, passiert irgendetwas und es zeigt Ihnen, dass vom Verdienst nicht die Rede ist. Irgendetwas zwischen Ihren Schläfen ereignet sich und Ihre Sprache ist fort. Oder eine halbseitige Lähmung ist die Folge. Ihre Arbeitsfähigkeit durch einen winzigen Schlaganfall ist wie aufgehoben. Alles ändert sich.
Dass es das noch nicht getan hat, ist nicht ihr Verdienst, es ist ihr Glück. Es hätte können längst schon völlig anders sein. Wenn Sie sich das klar machen, wie unsicher alles ist, haben Sie gleich zwei Möglichkeiten. Das eine ist eine Dankbarkeit, dass Sie sind. Dass Sie so sind, wie Sie sind. Dass es Ihnen vergönnt ist, so zu leben, wie Sie es tun. Nichts von alledem ist selbstverständlich. Aber wenn das so ist, paart sich mit der Dankbarkeit zugleich eine Art von Verpflichtung, denjenigen gegenüber sich zu öffnen, die dieses Glück nicht hatten, die unglücklich sind und Pech hatten. So betrachtet ist Geld überhaupt nie ihr Eigentum. Es ist ein Geschenk, das sie bekommen haben und das seinen Zweck darin hat, sich weiterzugeben. So wie der Regen herabfällt und sich sammelt entsprechend der Schwerkraft an den Stellen der Erdoberfläche, wo es am tiefsten ist, so sollte das Geld herabrinnen in die Zonen, wo es am meisten gebraucht wird. Ist ein Durchlaufposten, überhaupt kein Eigentum. Das im allen Ernst ist die Meinung Jesu, weil ein ganz anderes Verständnis unserer Existenz dahinter steht. Wir kämpfen nicht mehr um die Rechtfertigung unseres Daseins, am allerwenigsten in permanenter Konkurrenz auf Sein oder Nichtsein. Wir empfangen unser Dasein aus den Händen Gottes als etwas, für das wir gar nicht dankbar genug sein können. Nichts ist selbstverständlich, aber es ist der Beginn, aus einer Liebe zu leben, die niemand mehr verneint. Das ist das Entscheidende. Und plötzlich verstehen sie, wie selbstverständlich, dass Jesus den Zins nicht nur als Jude mit Berufung auf das mosaische Gesetz verbietet. Da ist der Zins verboten, dass ein Jude ihn vom anderen nimmt, aber ein Jude kann von einem Nichtjuden jede Menge Geldgeschäfte eintreiben. Für Jesus ist es menschlich ganz unmöglich, so zu verfahren. Und wir könnten auch im Sinne Martin Luthers, der drei Texte darüber verfasst hat, etwa so zusammenfassen. Wenn du Geld hast, mehr als du selber benötigst und dein Nachbar offensichtlich dringlich Geld benötigt und du gibst es ihm, wäre alles in Ordnung, wenn du es tätest, um ihm zu helfen. So wäre es menschlich, so sollte es sein. Aber wie kannst du dich erdreisten, aus der Not des anderen Geschäfte machen zu wollen und schon darauf zu spekulieren, wie du dich bereicherst an seiner Not? Je länger sie läuft, desto besser für dich, je katastrophaler es wird, desto großartiger für dich. Was bist du für ein Mensch, wenn du das fertigbringst? Und glaubst du im Ernst, du hättest dich richtig verstanden mit deinem Leben vor Gott? Du bist ein reiner Lügner, nicht einmal die Grundlagen dafür, dass du existierst, hast du verstanden. Nichts begreifst du vom Leben, aber du tust so, wie wenn du das Sagen hättest, weil du ja Geld hast. Da kannst du gleich die Medien anstellen und sie werden für dich Propaganda machen. Die ganze Welt kann dir gehören, nur du gehörst dir selber nicht. Noch einen Schritt weiter. Wir sind dabei zu begreifen, dass Nachlass von Schulden im Sinne Jesu die beste und wirkungsvollste Widerlegung des ganzen Wirtschaftssystems ist, das wir als Religion pflegen. Es wäre das Ende des Kapitalismus. Keine Bankgeschäfte mehr. Schulden, Nachlass aufgrund der Bedürftigkeit des anderen. Solche Geschichten erzählt Jesus wirklich. Und er transformiert die wirtschaftliche Schuldenform augenblicklich auch in die zwischenmenschliche. Auch da gilt Nachlass von Schuld, Vergebung. Das ist Ihnen so selbstverständlich, dass Sie es als Kinder vermutlich schon gelehrt bekommen haben, tausendmal gebetet haben, ohne es in dieser Radikalität zu begreifen. Lieber Vater im Himmel, alles musst du uns vergeben, weil wir sonst nicht leben könnten. Und wir versprechen dir hiermit allen, alles zu vergeben. Das ist der Inhalt des Gebetes Jesu, die Zusammenfassung seiner Einstellung zu diesem Thema. Statt Schulden nachzutragen und daraus Profit zu schlagen, ist genau das Gegenteil das Richtige. Dann ist die Frage auch, wie wir ans Ende kommen, über die Schulden anderer den Stab zu brechen, Strafen zu verhängen,
wegzusperren? Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus sogar, richtet ihr überhaupt gar nicht. Und fügt hinzu, denn sonst müsste ja Gott nach eurem eigenen Maßstab euch beurteilen und dann buchstäblich Gnade euch Gott. Geschichten erzählt Jesus, die so sind, von einem Mann, der bei seinem König mit 40.000 Talenten unbezahlbar, hoffnungslos in den Schulden sitzt. Und der König vergibt ihm alles, weil der Mann nicht bezahlen kann. Das verspricht, er wird alles verkaufen, seine Frau, seine Kinder in den Schuldturm. Alles zahle ich dir zurück, winselt er und wälzt sich auf den Boden. Das alles ist Unfug, weiß der König. Das Einzige, was den Mann rettet, ist die Totalinsolvenz und die Aufkündigung des ganzen Schuldvertrages. Da erließ ihm der König die gesamte Schuld, weil er Mitleid hatte mit dem Schuldner. Das ist die Beziehung, die Jesus zwischen uns als Menschen gegenüber Gott sieht. Und dann ist nur die Frage, wie wir es daraus folgern. Zur Tür hinaus erlebt dieser Mann, dass ein anderer, ein Kollege, der ihm einen lächerlichen Betrag, 80 Denare, schuldet, ihn bittet um Aufschub und spricht genauso, ich gebe es dir zurück, aber dem geht er an die Gurgel, zahle, was du schuldig bist. Das ist, meint Jesus, was nicht durchgeht. Wir leben im Ganzen nur durch Vergebung. Und wenn wir dann die lächerlichen Beträge gegeneinander aufrechnen, mit Rechthaberei, mit Unmenschlichkeit, begreifen wir uns selber nicht. Zerbrechen wir die Basis, auf der wir stehen. Antikapitalistischer kann kein Religionsstifter geredet haben, als wir Jesus im Neuen Testament denken und handeln sehen. Es geht bis dahin, dass Menschen endlich anfangen können, sich wieder aufzurichten, die verkrümmt am Boden liegen, dass sie eine Zukunft sehen, die bis dahin in der Schwärze der Verzweiflung gar nicht wahrzunehmen war, dass sie endlich ihre Muskeln wieder bewegen können und ein Motiv haben, überhaupt wieder etwas zu tun, statt resigniert alles preiszugeben. Es ist eine Menschlichkeit, die aus den Worten und der Nähe Jesu aufgeht, die die alte Angst einzig beruhigt in der Freigabe eines Vertrauens, das wir nicht erleisten und erkämpfen müssen, sondern das uns ermöglicht wird. Da ist ein Gegenüber, das möchte, dass wir sind. Das ist der ganze Inhalt der Botschaft Jesu. Ein Gott der Liebe, dem wir nicht erst imponieren müssen durch permanente Selbstquälerei in Opferpraktiken. Es wäre auch identisch mit dem Ende des Krieges. Auch da müssen wir nur die Konsequenz ausziehen. Wir hätten nicht mehr nötig, über fremde Länder herzufallen, um sie auszuplündern, um ihre Arbeiter zu versklaven, damit sie möglichst billig für uns produzieren. Wir müssten nicht dauernd neue Waffen herstellen, um möglichst erfolgreich unsere Machtspiele durchzusetzen. Letztes Wochenende noch in München bei der sogenannten Sicherheitskonferenz von Herrn Ischinger konnte man wissen, wird nichts weiter dabei herumkommen, als wir müssen noch viel schneller und viel mehr und noch viel besser Waffen produzieren. Ja, ist der Deal jetzt mit Erdogan verbunden mit Panzern? Natürlich nicht. Oni, Suaki, Mali, Pans, das darf man gar nicht denken. Aber ich verspreche Ihnen, in spätestens 3 Monaten wird offenbar das Rheinmetall längst die Fabriken geplant hat, die in der Türkei die Panzer herstellen werden. Man kann jedes Waffengesetz unterlaufen, indem man im Ausland selber die Fabriken aufbaut. Das kann mit Kleinkaliberwaffen geschehen, das kann mit Großrüstungsaufträgen geschehen. Genauso wird das Rheinmetall machen. Aber davon hat man in der Bundesrepublik, in der Regierung, nein, das hat man so nicht gewusst. Und das ist auch was ganz anderes. Wir haben ja keine Waffen geliefert, wir haben nur die Fabriken geliefert, damit man sie bauen kann. Das ist noch viel besser. Ab sofort sind die Türken imstande, deutsche Panzer nachzubauen. Und wir verdienen dran und wir sind völlig unschuldig. Das immer. Dass wir es anders machen könnten, wird uns ausgeredet, das ist unverantwortlich. Pazifismus ist blauäugig und unverantwortlich. Ich wage zu sagen, dass an dieser Stelle noch ein letztes Mal Jesus absolut in der Wahl zwischen Gott und dem Mammon Recht behält.
Der Frieden kommt nicht durch die Überlegenheit der maximalen Tötungskapazität auf den Schlachtfeldern. Das kann den Gegner einschüchtern, aber es schafft keinen Frieden. Wenn Jesus im 14. Kapitel bei Johannes sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, meint er das Ende dieses Spuks, wie man mit ständiger Mordbereitschaft sich in wechselseitiger Konkurrenz auf Paroli hält. Das ist nicht Frieden, das ist nicht menschlich, das ist kein Fortschritt der Kultur. Aber wir modernisieren gerade die Atomwaffen. Wir sind völlig außerstande, auf deutschem Boden die amerikanischen Atomwaffen aus Büchel endlich abziehen zu lassen. Wir sind auch nicht imstande, dass wir die Drohnenmorde über Rammstein endlich beenden. Wir dürfen das alles nicht, denn sonst riskieren wir unsere Sicherheit. Es ist die feste Meinung Jesu, dass Sicherheit nicht durch Rüstung kommt, sondern durch Abrüstung. Absolut nur durch Abrüstung. Die Geschichte finden Sie wieder im 11. Kapitel bei Markus anlässlich des Einzugs Jesu in Jerusalem. Das ist das wörtlich aufgeführte Zitat aus Sacharja 9. Wenn schon jemand käme von Gott in diese Welt, wäre seine erste Maßnahme, die Bogen zu verbrennen und die Kriegswagen zu zerstören. Der Friede ist identisch mit der Abgabe aller Gewalt an eine Schiedsinstanz, die uns übergeordnet ist. In der Logik der Geschichte wäre genau das vorgebildet: Abrüstung aller Einzelstaaten, vollkommene Entwaffnung und allenfalls ein Machtmonopol bei einer Schiedsinstanz, etwa ähnlich der UNO oder deren Fortentwicklung. Sie können nochmal sagen, das ist doch Utopie, das schaffen wir doch nie. Es wäre absolut möglich gewesen. 1989 schlug Michail Gorbatschow genau das vor. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes sollte die NATO sich gleichfalls auflösen. Und wir hätten ein Europa vom Ural bis zum Atlantik absolut demilitarisiert. Wir hätten die Möglichkeit, gigantische Mittel, wirtschaftliche, technische, wissenschaftliche, zu konvertieren in die Lösung der wirklichen Probleme hinter den Kriegen. Wir hätten eine vollkommen andere Welt haben können, 1989. Und schon begann das große Lügen. Genscher sorgte sich damals und versprach, es wird die NATO nicht den Zentimeter weiter vorrücken. Es werden im Gebiet der neuen Bundesländer überhaupt keine militärischen Anlagen für die Bundeswehr aufgebaut. Gott bewahre. James Baker versprach Gorbatschow genau dies. Die NATO wird bleiben, wo sie ist. Das ist die Bedingung, dass sie überhaupt noch bleibt. Stattdessen plante man längst die Ostausdehnung der NATO. Sie steht heute in Georgien, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, irgendwo, überall. Und das will man. Das wollte man von Anfang an, die Schwäche der Ex-Sowjetunion ausnutzen, bis zum Grenzenlosen. Das hat gedauert bis 2006, dass Putin sagte, wir bewegen uns auf einen neuen Kalten Krieg zu. Wenn das so weitergeht, werden auch wir Russen das uns nicht mehr tatenlos mit ansehen. Wie man die ganze Westgrenze militarisiert, die ganze Südgrenze militarisiert. Was wollen die? Zum Frieden führt das nicht. Also müssten wir, Bürger dieses Landes, sagen, wenn die NATO nichts weiter ist als eine Eroberungsarmee, sollten wir sie auflösen. Sie hat keine Zukunft. Sie bringt nicht Frieden, sondern ständige Gewalt. Und das ist, was wir sehen. Gerade sind wir dabei, zwischen Bonn oder im Raum Bonn eine neue Zentrale zu bilden für den Aufmarsch gegen Russland. Wir, die Deutschen, die ganze Logistik wird da konzentriert, so wie wir in Stuttgart die Logistik haben, um gesamten afrikanischen Raum zu überwachen und strategisch einzuteilen. Alles auf deutschem Boden. Würden wir hier nicht mitmachen, könnte der Spuk übermorgen zu Ende sein. Aber wohlgemerkt, ich spreche zu Ihnen nicht politisch, ich spreche zu Ihnen religiös, nicht aus einer Ideologie heraus, sondern aufgrund einer Sicht unserer Existenz, die uns erlaubt, menschlicher zu handeln. Im Letzten könnten wir, müssten wir die Angst vor dem Tod verlieren. Das wäre in den Tagen jetzt vor Karfreitag und vor Ostern wie die Zusammenfassung von allem. Töten, um nicht getötet zu werden. Was für ein Albtraum.
mit dem Martern einem anderen selber ins Gras zu beißen, soll das Militär heißen? Wie wär's, wir lernten zu sterben in die Hände Gottes hinein, so wie Jesus das tut, im 23. Kapitel bei Lukas. Lieber Vater, in deine Hände gebe ich mich ganz, und wir hätten keine Angst davor, denn dieses Leben wäre viel zu kurz, um's festzuhalten. Auf uns wartete Gottes Ewigkeit, und wir lernten über die Mühsal dessen, was wir auf Erden hier so schwer haben vergeben können, zu reifen in der Liebe aufeinander zu, ohne ein Ende. Dann wäre die Botschaft vom Reich Gottes angekommen und wirkte sich aus in unserem Leben, unserem Verhalten, unserem Glauben, unserem Hoffen. Und es wäre vorbei mit der Angst im Untergrund unseres Daseins und mit der ständigen Belastung von Schuldgefühlen. Wir lebten aus Liebe und Vergebung und einer Menschlichkeit, die daraus erwüchse. Der Kapitalismus wäre zu Ende. Er hätte keine Chance mehr, sich zu regenerieren. Und wir fänden zu einer Ordnung, die niemand mehr einschließt, sondern sie alle umfängt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.